Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Match. Ein bisschen sperrig, das Ganze einzustellen. Ich müsste mir mal so eine Anleitung angucken vom Lyon. Und zwar wieder gegen Porto, sag ich schon. Gegen Genius Pro. Ah, ich habe keine Lust, ständig dem Genius Weiß zu geben, aber irgendwie andersrum. Irgendwie muss ich mal gucken hier. E4. Ein Modular 68030. Gab es das? Ich habe jetzt auf 15 Sekunden pro Zug gemacht. Ich tippe mal, wenn man sich einmal damit auskennt, hier mit der Bedienung, dann ist das wohl kein Problem mehr. B1, C3. Ich glaube, das Problem wäre eigentlich, wenn ich jetzt wirklich dieses Gerät hätte. Inwieweit man wohl den Schwierigkeitsgrad runterschrauben müsste, um überhaupt eine Chance dagegen zu haben. So, was haben wir denn hier überhaupt? Pirk, heißt das Pirk mit Schwarz? Für Königsindisch fehlt ja C4. So, Rochade. Ihr könnt ja mal in die Kommentare reinschreiben, ob es überhaupt ein Modular 68030 gab. Das heißt, ob man theoretisch, ob man sich ein... Ja, es müsste aber schon... Ja gut, man hat ja ein Netzteilmodul. Aber würde der nicht zu warm werden? Wenn man sich meinetwegen jetzt ein Modulset kaufen würde über eBay, so ein 68030er Modul, und würde das mit per Netzteilmodul, und würde das dann einfach in den Modular reinschreiben, würde da dann nicht viel zu warm werden? Obwohl, im Exklusiv ist ja auch Modular. Also dieses Schubfach, was man rauszieht, dass man... Das ist ja quasi die, als wenn man das Brett hier vom Modular abnehmen würde und das dann da reinsetzen würde in den Exklusiv. Ich komme mit der Einstellung einfach nicht klar. Geschweige denn Spielstile einstellen. Ich bin es einfach, ich habe angefangen mit dem Modular 1. Dann hatte ich den Rebell MM4, MM5. Alter Polga, den hatte ich aber nur ganz kurz. Scheint wohl alles Standard zu sein. Der Lyon weiß es nicht mehr. Man muss sich allein schon diese Preise vorstellen. Das ist hier... Also jetzt im München-Brett. Also nicht das Modular natürlich nicht. Also in München 68030. Lyon. Der hat 15.000 Mark gekostet. Das sind Summen. Aber wenn du natürlich Millionär bist, dann machst du sowas schon mal. Da will man natürlich, wenn man das Geld hat, dann will man natürlich auch das Bestmögliche haben. Wenn du 2 Millionen auf dem Konto hast und willst einen Schachcomputer haben, dann wird man sich bestimmt nicht den Mondial kaufen. Ja, ich muss Geld sparen, ich kaufe den Mondial für 298 Mark. Dann kauft man sich auch für 15.000. Dann will man schon das Beste vom Besten haben. Dann will man natürlich den 68030 haben. Der macht dann schon was her, wenn die Leute dann da zu Besuch kommen und natürlich Ahnung davon haben, sehen das Gerät, das ist ja mal ein schönes München-Gerät, und dann sagt man hier, gucken Sie mal rein, und O und staunen und fassungslos, keine Ahnung. Und da ist natürlich die Enttäuschung groß, wenn dann ein Kumpel vorbeikommt mit 18 MHz Polga und dann zieht der 18 MHz Polga den 15.000 Mark Computer ab. Ist auch die Frage, ob es da nicht auch ein Lyon 32-Bit täte. Inwieweit das eigentlich schneller ist, ein 32-Bit oder ein 68030er? Das ist natürlich, es ist gekauft worden und die haben es wohl angeboten, um die Herstellergruppe zu kriegen. Das gab nämlich zu der Zeit noch den Titel für die Herstellergruppe. Und da Mephisto die Geräte ja dem Fachhandel ausgeliefert hat. Also,
haben die dann die Herstellergruppe gewonnen. Ich glaube, von Roma auf, von Dallas auf Roma. Der Schritt soll nicht so spannend gewesen sein. F1E1. Also alleine schon die Tatsache, dass ja jedes Jahr ein neues Gerät rauskam. Und ja, man konnte die E-Prompts tauschen, aber das ist auch wieder so eine Sache. Lohnt sich das jetzt, die Programm aufrüsten? Spielt der zu viel anders oder besser? Würde der Lyon nicht reichen? Muss man dem den Porteros, wo Porteros war vor Lyon? Reicht nicht der Porteros? Muss man den Lyon haben? Natürlich auch alles so eine Frage. Ich könnte mir vorstellen, wenn man da durchsteigt durch die Bedienung, dann ist das total easy. E4, D3. Heute Morgen hatte ich schon mal ein Video gemacht. Da sponnen dann die Waschmaschine rum. Das heißt, da war. Ich weiß auch nicht, wie das überhaupt zum Filter hinkommt. Das ist ja so ein Rad, was sich so dreht vor dem Filter. Und da war sowas wie so eine Socke. War da drin. Wie das überhaupt dahin gelangen konnte. Muss ich erstmal die Maschine ausrollen, die Maschine leer machen, also wassertechnisch. Dann die Socke da rausholen, da habe ich die Maschine, das war aber eh nur noch 5 Minuten. Dann habe ich alles wieder reingemacht und dann bei Schleudern habe ich wieder weitergemacht. Da habe ich ja, kann ich dann auf Schleudern einstellen, auf das Schleudern und abpumpen. Macht er dann, wenn ich da dann wieder starte. Das ist dann ganz praktisch. Natürlich muss man da nicht die ganze Wäsche nochmal von vorne waschen. Da habe ich übrigens den Amsterdam spielen lassen auf unbegrenzt Geschwindigkeit. Der hat gegen den Chess Genius Pro unentschieden gespielt. Der hat dann natürlich viel Zeit aufgespart durch das schnelle Ziehen. H7, H6. Aber ich tippe mal, wenn ich damals das Geld gehabt hätte, da hätte ich mir auch den Lyon 68.030 gekauft, wenn man das Geld doch hat. Also vielleicht, was ich dann weniger verstehen kann, ist, wenn man sich dann 15.000 Mark als Kredit aufnimmt für einen Schachcomputer, das kann ich dann wieder weniger verstehen. Kann man doch bessere Sachen holen. Was wir heute am ehesten mit vergleichen könnte, wäre der Revelation. Der Revelation 2 für 2700 Euro. Das wären ja auch so um die 5000 Mark gewesen. Aber immer noch weit entfernt von. Das ließe sich dann eher mit dem 32-Bit vergleichen. War das Bravia-Brett dann eigentlich noch toll? Das gab ja auch eine Figurenerkennung von Mephisto. Das ist Mephisto Bravia. Meine ich, hieß das. Heutzutage, da kommen Bretter raus, die ziehen selbst. Und das ist das Schöne an Kickstarter. Das ist nämlich eine Kickstarter-Finanzierung. Das sieht aus wie so ein flaches DGT-Brett. Das sind so eine Magnetmatte und diese Magneten, die werden einzeln so angesteuert, dass da per Magnet die Figuren drüber gezogen werden. Und wenn die nicht richtig stehen, dann werden die auch zentriert. Also das sind 9 Magnete pro Feld. Ist halt schon eine interessante Sache. Ohne Kickstarter würden so manche Sachen gar nicht finanziert werden. Da sucht man sich keinen Investor, sondern macht gleich Kickstarter. Und den Start, den macht man per Kickstarter. Aber es gibt ja auch so Sachen, die scheinen nie zu enden. Aber solange wie die Leute das wollen und das finanzieren, warum denn nicht? Was ich ganz spaßig finden würde, das wäre, das gibt hier diese Mini-Konsolen. Ja, das sind quasi wie die Spielekonsolen, nur in Mini. So Mini-Schachcomputer, das wäre auch witzig. Quasi den Lyon 68.030, aber eben so klein. Die Schubladen muss man natürlich nicht einzeln, die Module muss man natürlich nicht einzeln rausziehen können oder so. Dann halt so optisch so gemacht, mit einem Raspberry Pi oder sowas drin, mit dieser Engine. Und dass man das mit den Tasten richtig bedienen könnte und so kleine Püppchen da drauf ziehen würde, dass das quasi ein Schachcomputer im Mini-Format wäre, so aus Gag. Das Ding dürfte dann natürlich nicht hier 1000 Euro kosten oder so. So zum Hinstellen fürs Regal, weil, wenn ich ehrlich bin, mit meinen Mini-Konsolen, die stehen auch nur im Regal rum.
Ja gut, SNES Mini und NES Mini hat sich mit der Switch erledigt. Da hat man online, da hat man eh die ganzen, solange wie man diese Jahresgebühr von 19 Euro zahlt, hat man eh auf dem Gerät diese ganzen Spiele. Da muss ich nicht eben extra das Teil anwerfen. Oder eins davon. Die Mega Drive Mini, die steht da auch noch rum. Dann mache ich mehr hier. Es ist auch so ein Schachcomputer-Kanal, ist ja auch nicht so häufig wie. Wer macht denn keine Videospiele-Let's Plays? Meine Güte, der macht ja fast jeder Mensch. Da kaufen die so eine Capture-Karte, schmeißen das Gerät an und fertig, da wird losgelegt. Manche, die können das gut, manche, die können das gar nicht. Ich meine, die könnten Let's Player meinen, wo die keinen Skill haben. Die Läufer gefallen mir, wie die stehen. Die zielen so auf den König, aber ja, das eine Bewandtnis hier hat. Ich hoffe, so 15 Sekunden, das kommt so ungefähr hin. Das wären 10 Züge 150, 20 Züge 300. Das wären so 6 Minuten. Dann könnte das auch so auf. Bei 40 Zügen wären es aber schon 600 Sekunden. Wären schon 12 Minuten, aber ja. Was willst du machen? Ich kann die Blitzlevel nicht einstellen hier. Da muss ich noch irgendwann mal gucken. Und morgen war ich zu faul dazu. Letztens habe ich mir eine Faszienrolle gekauft. Das ist so. So eine Rolle, die wird in Deutschland gemacht, die ich mir bestellt habe, so ein Hohlraum so drin. Denn die Faszien dann verkleben, dann kann man die damit lockern. Meinte meine Freundin erst, ach, die ist so bestimmt auch mit in China. Nein, da steht drauf Made in Germany. Ich hatte so ein YouTube-Video gesehen. Da hatte einer bei der deutschen Nationalmannschaft beim Training so nachgefragt, warum der denn nicht keinen deutschen Hersteller hätten für die Faszienrolle. Haben die mit einem Physiotherapeuten, glaube ich, haben die zusammen entwickelt, diese Rolle. E6. Ich hatte die aber bei eBay bestellt. Ich hatte danach am selben Tag später mal bei im Supermarkt einmal hin alles drin nachgeguckt. Die hatten zwar auch so eine Faszienrolle, aber so eine breite blaue Roller. Der innen war auch nicht dieses Loch, was so durchgeht. Die war innen geschlossen. Das war auch keine Originale. Ich wollte unbedingt die aus Deutschland haben. Ich habe ja auch dieses Gummibänder-Zeugs, das ist wie diese Schlaufengummibänder, die man so ziehen kann und so. D3C4. Welchem Sinn? Wieder den Springer tauschen? Ich habe mal den Mephisto Glasgow spielen lassen. Gegen, ich glaube, das war gegen den MM5. Hat er sogar gewonnen gegen MM5? Ich glaube, der hat noch verloren im Endspiel, meine ich. Eine Remis war das. Die haben sich hinterher auf Zugwiederholung geeinigt. Da war das Remis. Den aber auf 1000%, nicht auf. Der war auf unbegrenzt, war der. C6, C5. Ja, was will man erwarten, dass die jetzt die wahnsinnigen Gambit-Metzeleien hier am Start bringen? Leider hat ihr Schachcomputer im Turnier verloren. Er hat eine metzelhafte Kombination an den Start gebracht. Da war eine Figur geopfert. Eine spannende Partie, aber leider ist es nichts gewesen. D4, C5.
C4B3. Ah, 15.000 Mark ist halt schon eine ganz schöne Hausnummer für einen Schachcomputer. Deswegen war das natürlich auch, als die PCs dann rauskamen, bezahlbar wurden, also unter 3.000 Mark gingen. Da war dann natürlich die erstmal die Daseinsberechtigung für die Schachcomputer weg. In der heutigen Zeit ist da die Daseinsberechtigung der Schachcomputer, dass man auf dem richtigen Schach, auf dem richtigen, ja, sagen wir mal eher so, man packt die aus, macht die anlegt, los. Da muss man keinen Rechner hochfahren lassen oder sowas. Das ist dann natürlich gemütlicher. Man kann dann gemütlich beim schönen Getränk abends sitzen, gegen den Computer spielen. E2, E4. Den in Amsterdam hat er auch unentschieden gespielt. Auf unbegrenzte Amsterdam. Amsterdam 32-Bit. Das gab ja nur 16-Bit. Ich frage mich überhaupt, inwiefern das verschiedene Versionen waren vom Programm. War das quasi, gab es eine 16-Bit-Version von dem Programm und eine 32-Bit-Version? Das muss ja schon gewesen sein, weil einfach nur ein 16-Bit auf einen 32-Bit-Prozessor draufsetzen. Ja, vielleicht rechnet er dann schneller, aber bringt das überhaupt was? Das ist natürlich, wenn ich Fritz 11 auf dem Dual-Core laufen lasse und gegen den i7-Prozessor laufen lasse, dann spielt der natürlich schneller. Gibt es ja auch keine zwei Versionen. Eine, die extra für den Dual-Core ist und die andere für den anderen. Das muss natürlich eine Multiprozessor-Version schon sein. So, Turm F8D8 ist gekommen, der Vorläufer C1. Ich muss natürlich die Aufnahme weitermachen, wenn ich pausiert habe. Ja, das will ich die Frage als Normalsterblicher, der vielleicht nicht über eine starke Spielstärke verfügt. Hätte das überhaupt gelohnt damals, statt ein 32-Bit ein 68.030? War ein 10.000 Mark Unterschied. Für die 10.000 Mark konnte ich andere Sachen kaufen. H4 E4. Es gibt ja auch so Videos, da spielt der Magnus Carlsen gegen so ein Schachprogramm. Quasi, das ist wohl so eine Carlsen-Simulation sein. Dann kann er einstellen, Magnus Carlsen mit 11, mit 14, mit 16, so die Altersstufe kann er eingeben. Das passt sich das Programm wohl dieser Spielstärke mäßig an. Hat er, glaube ich, mal gegen Magnus Carlsen 14 Jahre Einstellung verloren. Natürlich, so ein Computer, der spielt natürlich sehr stark. Da war aber auch mal so gagmäßig, wer weiß, wie man das überhaupt machen kann, das überhaupt so einzustellen, dass das so wäre. Mit der Spielstärke. Springer F6. E4, E2. Das ist natürlich interessant, dass sich so Geräte auch verkauft haben. Die hatten ja bei den 68.030ern teilweise Lieferengpässe. Ich weiß jetzt aber auch nicht, wie viele die hergestellt haben. Wenn die 100 Stück pro Jahr gebaut haben, zum Beispiel, ich habe da keine Vorstellung von, wie die Stückzahlen waren von so einem, meinetwegen hier vom Lyon 68.030. Wie groß die Stückzahlen von dem Gerät waren. Die waren natürlich auch deswegen, könnte ich mir vorstellen, so teuer, weil die alle handgefertigt waren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie vom Band kamen. Sonst hätte es ja auch keine Lieferengpässe gegeben. Ist ja keine Spielekonsole, die millionenfach gebaut wird. Wo jetzt über 100 Millionen PS4 verkauft wurden. Das ist natürlich kein Vergleich. Und die geringen Stückzahlen, die müssen natürlich auch hier, da muss natürlich auch die Gewinnspanne größer sein.
kann mir natürlich nicht vorstellen, dass das Bauen dieses Lyon 68.030 14.500 Mark gekostet hat. Und dann 500 Mark nur noch Gewinneinnahmen. Das wird schon mehr gewesen sein. Wer weiß, wie das gekommen wäre, wenn Mephisto Fidelity nicht gekauft hätte. Dieser wahnwitzige Expansionsgedanke, den die Firmen dann immer haben. Da müssen die noch größer, noch größer, noch größer. Und irgendwann, dann geht das nicht mehr. Dann stagniert das Ganze plötzlich nur noch. MB RAM. Das war natürlich für damalige Verhältnisse, war ja schon eine Hausnummer. 2 MB RAM. Statt wie ein MM5 8 KB RAM. Kann sich auch gerne mal vorstellen, 8 KB RAM. Meine Güte, ist ja nichts. Oder so ein Eröffnungsmodul, wie wenig auf dem EEPROM drauf war, 16 KB oder was das war, wenn überhaupt. Aber mehr brauchst du den Schachprogramm ja wohl auch scheinbar auch nicht. Das ist ja wirklich wie ein Taschenrechner. Da ist ja keine Grafik oder irgendwas, was noch ge gemacht werden muss, oder irgendwelche Sounds oder sowas. Ist ja nur Piepsen und Taschenrechner. Ja, Piepsen nach Taschenrechner, wenn man das so nimmt. Nur dass er keine mathematischen Aufgaben berechnet, sondern schachliche Aufgaben. Eine recht trockene Partie. Weiß jetzt aber nicht, wie man beim Lyon die Spielstile einstellt. Das ist irgendwie ist das nicht, dass man im Menü auf Stufen geht, dann drückt man auf Stufe und dann wie beim Genius Pro hier. Ich gehe auf Stufe, drücke Enter und dann drücke ich rechts, dann geht da die Stufen durch von pro Zug über pro Partie und so weiter und dann wähle ich die Spielstufe aus. Also da, je mehr von diesen Geräten ich im Emulator sehe, desto mehr erkenne ich, wie unglaublich intuitiv sich der Chess Genius hier bedienen lässt. Das ist wirklich dermaßen einfach. Das Komplizierteste an Genius Pro ist doch, was wenn man die Stellung aufbaut, von weißen Steinen aufbaut, auf schwarzen Steinen aufbaut, mit Move wechseln muss, von was auf. Das ist doch das Komplizierteste am Gerät. Die Figuren einstellt. Wie Schach Figuren zählen ist. Wo man das, wie häufig macht man das, wenn man irgendwo guckt, wo eine Partie gespielt wird, dann zählt man erstmal das Material. Aber ist der Freibau schon gewinnbringend? Reicht das schon, um auf Gewinn zu spielen? Die Läufer, die sind natürlich schön hier. Die stehen gut. Ich hätte aber lieber den Läufer auf E3 und dann C4 vielleicht. E3, E2. Das denkt er sich wohl auch so hier, wenn er den denken könnte. Ja, manches hiervon ist natürlich dem Emulator verschuldet. Das ist den Pulga. Hat ja auch so ein 16-32-Bit-Display-Modul. Das war natürlich nicht der Fall. Der Polga hatte damals ein 8-Bit-Display-Modul und war nicht kompatibel zu dem hier. Vielleicht wegen der Spannung oder warum? Ich, keine Ahnung. Man weiß es nicht.